Ja, Leute, wir sind hier in Frankfurt, um genau zu sein, bei Konami. Und was können wir spielen? Master Duel. Genau, wir spielen Master Duel und zwar gegeneinander. Wir haben uns zwei Decks erstellt und natürlich beim ersten Duell auf dieser Plattform, was müssen wir spielen? Wir spielen Blue Eyes. Boah, das ist dunkler Magier, heißt richtig schön oldschool hier an dieser Stelle. Und ja, ich würde sagen, ja, wir legen einfach direkt los. Ne? Genau, so machen wir das. Wir hier beginnen Duel und los geht's. Waiting for opponent. Ja, same, mach mal. Los geht's. So, wir sehen hier Start und ja, geht das aus, wo man anfängt? Ja. Ja, weiß. Oh, schwierig, ich geh second. Okay, wir sehen hier schon. Schön, Rescue Cat. Rebel. Oh, ja, Rescue Cat. Wenn schon, denn schon. Wenn richtig, nicht richtig, richtig, nicht so halb so. Okay, los geht's. Wir hoffen, dass wir eine gute Hand haben. Oh, oh, Julian. Ja, oh. Das wird. Also meine Hand ist interessant. Also ich sag mal so, wir haben alles dabei, was geht. So, ist das okay? Nee. Oh nein. Ja gut, dann überlegen wir das Ganze nochmal mit dem Gang. Leider. So, aber das war ein Bait. So. Das war ein Bait, okay. Denn jetzt zeige ich dir, was ich eigentlich machen wollte. Denn jetzt kannst du Folgendes nicht mehr aufhalten. Und zwar, ja, komm. So. Sehen der Magier, ne? Nee. Wir machen die, jetzt können wir uns mit oben was drauflegen. Ja, was wollen wir denn? Was wollen wir oben drauf haben? Sag mir das mal. Tja, ich sehe ja nicht, ne? Seelen der Magie? Das habe ich gehört, das ist eine gute Karte, ne? Ja, ist nicht so schlecht. So, und dann geht es gleich weiter, würde ich sagen. Super, weiter geht's. Nachgucken. Ja, was wolltest du denn da wohl? Ja, gute Frage. Ich habe Nein gedrückt, aus Versehen. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Sehr gut. So, dann... dann bist du dran. Also ihr seht, der wurde groß getönt und was macht er? Oh, das war so gut! Er macht einfach nichts. Oh nein. Ich möchte jetzt nicht spoilern, ja. Aber ja. Ich habe eine ganz gute Karte gezogen. Ja, oh nee, was kommt jetzt? Nee, ich mache erstmal. Okay, was kommt? Ach so, okay. Ich setze hier eine Karte. Okay, interessant. Und dann setze ich auch hier noch eine Karte. Okay. Und dann würde ich tatsächlich mein Spiel zu Ordnung beenden. Ja, gut. Dann ist es nicht so schlimm, dass wir hier jetzt ja, den Search nicht bekommen haben. So, denn jetzt kriege ich die Karte, die ich eigentlich suchen wollte. Und jetzt ja, aktivieren wir natürlich Effekt von Souls. Ja. Wir wollen sie spezial beschwören und legen dafür einen dunklen Magier in den Friedhof. Das ist schon sehr stark. Ja, das ist schon sehr, sehr stark. Wollen diesen Deck halt. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ja, ist das okay. Erst was? Erstmal okay. Was? Erstmal Angst verbreiten oder wie? Erstmal ist das okay. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Was mit Angst dahin? Hör auf! Ich kann halt nicht. Ich aktiviere es so. Oh. Möchtest du Effekt nutzen? Ja. So. Spezial schon eines dunklen Magiers vom Friedhof? Ja, ich glaube schon, ne? Da habe ich was gegen. Echt? Zeig. Ja. Called by the Grave. Oh no. Auf den dunklen Magier. Ich glaube, das war nicht so schlecht. Aber weißt du was? Ja? Das ist besser. So, schöne Chain-Animation. Ja, sehr, sehr schick. So, Chainlink 3 negiert. Jetzt würde sie kommen, ist aber negiert natürlich und meine Story kommt durch. Und da würde ich sagen, ist dann auch der dunkle Magier an dieser Stelle. Ist nicht schlecht. Schön. Ja. Und jetzt, du hast was vergessen, ne? Der Circle aktiviert sich. Ich habe einen weiteren dunklen Magier. Nee, ich kann deine Karte zerstören. Ach so, na gut. Das, die in Zahlungsnamen, die kannst du gerne nehmen. Ist das so? Ja. Nee, der Banish steht sogar, ne? Ja, der Banish steht sogar. So, und jetzt die Frage halt, was wollen wir haben? Haben wir hier 1, 2, dann machen wir erstmal hier, aktivieren wir das hier, glaube ich. Ja, doch, wir aktivieren den Effekt. Ja, ne? Oder legen die weg. Ich bin dafür, dass du die ewige Seele weglegst. Der muss nicht wählen, ja. Wenn ich kann. Nee. Was sagt die denn? Up to 2. Hä, ich hab Nein gedrückt. Aha, also ich find's witzig. Ja. Was ist das denn? Der Dark holt jetzt einfach sein eigenes Feld. Das kann man schon mal machen.
Das ist doch nicht euer Ernst, warte. Wie kann das denn sein, dass die ganze Zeit sowas passiert? Also, ich meine, wir sind jetzt hier nicht das hochklassigste Duell, aber witzig ist es. Was ist es denn? Aber Maurice, ich sag dir so viel, es hätte keinen Unterschied gemacht. Doch, doch, es war. Hä? Es war. Ich lasse drei Monster von mir einfach. Nee, die werden eh weg. Nächste Runde. Ja, aber nee. Aber ich doch. Hätte noch mehr machen können. Na gut. Okay, das können wir machen. Danke. Waiting for response. Ja, ja, ich aktiviere jetzt Donner. Ich versuche das irgendwie zu retten jetzt noch. So, ich fusionsbeschwöre nämlich jetzt ein Monster. Bevor hier mein ganzes Feld zerstört damit wird. Dann kannst du mindestens noch die Karten nutzen. Ja, ja, genau. Weil er auch noch Luck hat und eine Quicksplay Fusion auf der Hand hat. Nice. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. So, ja. War schon ein starker Play. Erst so Dark Hole, dann noch eine Quickplay hinterher schieben. Ja, ist gut. Hä? Also. Ich hab schon wieder Nein und Ja verwechselt. Das ist ja heute hier so mein Talent. So, jetzt kommt wieder ein Angriffsmodus. Was ich mich jetzt frage, nach Resolve, stirbt das Monster dann trotzdem? Ja, natürlich. Ich meine, der zum. Aber du darfst ja dann Special, ne? Ja, das ist ja, okay, ja der Plan gewesen. Also, ne, so ganz ist das ja nicht hier so. Aus dem Deck. Und aus dem Deck. Ein bisschen Ressourcenverschwendung. Nein, 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 ich will die schon nicht ziehen. Du wolltest so. Nur noch mal die Animation. Dunkler Magier. Nur für die Animation hast du das noch. Ja, genau. Und dunkles Magiermädchen. Doch, ist cool. Immer die Kronen schauen. Battlefacts? Ja, bevor ich jetzt hier wieder irgendwas. So. Zweimal. Missglückt. So, Angriff. Jo, boom. Das ist natürlich schon einiges an Schaden. So. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich fürchte, du hättest gewinnen können, diesen Spiel. Nee. Wie denn? Nee, stimmt. Oh. Konnte ich nicht. Ja. Dann würde ich tatsächlich überlegen, was ich mache. Also erstmal machen wir. Wie ich zweimal verklickt habe. 3GG. Ja komm, gib mir halt 3GG. Die kennen wir ja aus. Die kennen wir ja schon. Dann beschwöre ich die Wahrsagerin des Heroes. Ja. Dann lege ich in den Friedhof. Dann einmal den Herold ist. Nein, tu es nicht. Doch, doch, dann aktiviere ich auch seinen Effekt, denn ich kann ja drücken. Und suche mir den Blauäugigen aus Neugestaden. Aber das war's noch nicht, weil ich kann mit der Karte leider noch nichts anderes. Ah, das ist schön. Das war nur Combo-Piece, weil ich möchte Trader da live haben. Okay, das ist natürlich gut. Und würde dann gerne nochmal zwei Karten ziehen. Ja, das verstehe ich. Das ist gut. Ich hätte einfach noch eine Solo auf dem Feld. Ich glaube, dann mache ich tatsächlich auch noch mein Fuß. Na gut. Das ist ein guter Top-Deck. Naja. Ja, damit lege ich auf jeden Fall rein den weißen Stein der Uralten. Das ist gute Karte für dich. Ja, das ist nicht so schlecht. Ne? Jetzt kann ich theoretisch sogar einen Effekt aktivieren im Friedhof. Was machen die nochmal? Ja, die Edit, die das bringt nichts. Wie kann man das her? Achso, ne, das bringt mir tatsächlich nichts. Dann gehen wir noch in die Battle Pass. Musst du nicht, kannst du, freiwillig. Und dann greife ich nochmal an für 500, damit wir uns hier Life Points technisch ein bisschen annähern. Sei ruhig, es wäre so jetzt auf. Es wäre alles noch auf dem Feld. Und Battle Pass würde ich natürlich dann gerne seine Effekte nutzen. Naja, das ist natürlich klar. Damit wir dann auch endlich das andere ikonische Monster aufs Spielfeld bekommen. Stimmt. Ja. Also, das haben wir. Ne, ich möchte nicht spoilern, aber auch sehr, sehr schick. Sieht natürlich gut aus. Und ja, dann viel Erfolg. Also du weißt, dass ich genau 3500 Schaden auf dem Feld habe, ne? Also genau. Ja komm, erstmal ziehen wir hier. Aha. Set. Set, noch eine Kopfschmerze. Nee. Leider nicht. Ich ziehe. Dann muss ich überlegen. Mal wieder. Oh Mann, ey. Dann würde ich sagen. Ja. Ja, ziehe ich ein Bett fest. Und greife an den durch. Keine Response. Oh, IDP. Ist natürlich ein bisschen schade, aber kann ich mit leben, weil ich dachte mir schon, dass da irgendwas ist, wo man reinspielen muss. Deswegen habe ich in der Mainphase 2 gleich noch ein paar Überraschungen für dich. Ja, ist voll irgendwie, mein Lieber. Und dann greife ich an mit dem Diviner. Nee, auch das? Auch das nicht, nein. Special Summon für den Dunkle Magier mal wieder.
Ja, warum nicht, oder? Ja, komm, ne? Ne, finde ich auch. Ja, die hat Friedhof hier. Kannst gerne angreifen noch, wenn du möchtest. Nö, aber ich finde es gut, dass ihr jetzt schon ganz oft dunkler Magier und Böse auf dem Feld hatten. Ja, also ich jetzt schon oft. Ja, dann. Nö, ist genug. Kann ich nicht mehr angreifen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du darfst vielleicht doch angreifen. Echt? Oha, was kommt denn jetzt? Nee, zurück auf die Hand. Das ist interessant. Mirror Force. Nein, nein. Code. Gut. Ja, die 500 nehme ich. Dann bin ich das mir wert. Jetzt live und technische Führung. Ja, Power Pop. Main Face. Gleich nicht mehr. Sun. Und zwar noch einen weiteren. Oh, das ist gut. Herold. Das ist sehr gut. Da hättest du jetzt ja alles komplett, ne? Ja. Nö. Na gut, dann. Nö, aber ich war richtig gedrückt. Ja, aber wer sagt, dass ich nicht noch einen weiteren Playoff Lager habe? Ja, kannst du ja machen, ist doch kein Problem. Finde ich doch. Dann haben wir den Teufel schon mal raus. Ja. Dann könnten wir jetzt mehrere Sachen machen, aber ich glaube, ich entscheide mich für den guten alten Griston Halkifightax. Oha. Das ist natürlich schon stark. Shit. Sehr schön. Ich würde gerne seinen Effekt benutzen. Ja. Das ist leider fein. Ja, das denke ich mir. Und dann tue ich mal wieder. Ja. Oder special ich einen weißen Stein. Okay. Ja, ganz so viele Optionen habe ich leider nicht. Ja. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, die ich machen kann. Ah, willst du es wagen? Ich weiß, was du vorhast. Das Ding ist, die Seelen sind gut. Da kannst du jede Runde einen dunklen Magier inzwischen. Ne? Ja, oder ein 1000 Messer oder die andere Spell Session. Kann ich leider nicht zulassen. Er tut's. Unicorn is the play. Ja, das ist halt viel zu gut. So, damit das gute Unicorn. Oh, schön. Ja, absolut. Auch echt richtig cool. Ja, ja dann. Dann würde ich gerne den Effekt natürlich auch nutzen. Dann discarde ich mal den blauäugigen Alternativen. Ich weiß, was du auf der Hand hast. Woher willst du das wissen? Ich weiß es. Woher willst du das wissen? Wer hast du dir gesucht? Ja, habe ich. Dann muss ich jetzt überlegen. Ich habe im Friedhof tatsächlich etwas Interessantes, was ich dafür vielleicht nutzen könnte. Wenn ich jetzt das so mache. Ja. Komm. Das Ding ist im Friedhof circa. Nee, ich gehe nicht. Okay. Ja, ich muss jetzt hoffen auf was Gutes wieder. Aber in Endeffekt habe ich noch eine kleine Überraschung. Ja, ich weiß das. Das ist keine Überraschung. Ja, das weiß ich, Alter. Da ist die Nummer 2. Ich finde gut, dass du wieder einen Drachen im Friedhof hast. Ich glaube aber. Nee, ich hole den nicht. Oh. Die rufen ja schon oft, oder? So dunkler Magier. Und ich glaube, wir auch schon die Boards gebrochen haben mittlerweile. Gut gezogen. Ah ja. Aber ich muss jetzt wissen, wie ich das machen will. Weil ich hab das hier gezogen. Ja, keine schlechte Karte. Ich kann jetzt halt was hochlegen. Was macht die nochmal? Ist halt. Tja, du kannst mir schon mal spoilern. Kannst du diese Runde gewinnen? Nein, nein. Das ist prima. Wo denkst du hin? Weiß ja nicht. Waiting for response. Ah ja, wir fusionieren also mal wieder. Ja, du hallo, fusionieren wir. Boom. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Perfekt. Ja, suchst den Kreis, Kreis deckt auf, nimmt die Fusion, oder? Achso, egal. Ah ne, ich muss das Exit. Ja, doch, ich glaube, ich nehme schon die Fusionskarte jetzt, oder? Kann ich dir nicht sagen. Ja, nee, ich muss ja irgendwie. Was war das? Fusionssammeln vom The Field. Oh, hängt, ja. Ja, komm. Gut. Dann aktivieren wir natürlich. Und. Gehen in eine Fusionsbeschwörung. Also das Unicorn kannst du auf jeden Fall außen. Ach!
Bist du ganz sicher? Vielleicht. So, nehmen wir von dunkle Magie von der Hand. So, und da kommt Nummer 2. Boom. Ja, diesmal sogar nicht gewastet. Willst du mich verarschen? Nee. So, jetzt ziehen wir noch 2 Karten. Das ist schon echt stark. Ja, das finde ich nicht gut, wenn du so reagierst. Oh! Okay, Julian, ich sag's so, wie es ist. Es wird anders schwierig. Ich hab dich eben gefragt, ob du diese Runde nicht gewinnen kannst. Okay. Nee, kann ich nicht. Okay. Hä, ich zerstöre Unicorn, wie du gesagt hast. Ganz entspannte Basis hier. Da geht die Map für 2. Und dann setzen wir 1, 2, 3. Und wenn du bist, was es ist, hast du schon keine Lust mehr. Das, ich weiß, dass es 100% IDP ist. So, dann ziehen wir. Das ist tatsächlich gut. Nein. Das ist gut. Nein, du kannst nicht gewinnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Das ist dein letzter Zug. Ich sag's voraus, das ist dein letzter Zug. Okay, Special Summon. Was? Er lädt noch. Oder machst du nix? Pass mal auf, was ich mache. Okay, jetzt hab ich Angst. Ich vermischt. Einmal vorbei, der ist nicht gut geschwommen. Ja, was ist denn los? Und das wird schon mal gebanished. Okay. Und danach banische ich noch. Was? Was rufst du? Hä? Und jetzt? Was rufst du? Der Chaos Imperator Drache. Bitte was? Der neuen Version. Und zwar The Chaos Emperor. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. The Dragon of Armageddon. Ja. Nee. Nee. So nicht. Das Gute ist, da auch diese Karte ist nicht erfolgreich gesprungen. Defekt. Ja gut, mach das. Karte ziehen. Da aber auch diese Karte nicht erfolgreich beschworen ist, glaube ich, habe ich für Icebreaker Prison kein legales Target mehr im Friedhof. Vielleicht, oder nicht? Man weiß nicht. Ich würde dann erstmal versuchen, in die Battleface zu gehen. Das war der letzte Zug, wenn wir die töten. Und ich greife an. Das ist vollkommen fein. Wir möchten jetzt einen Effekt aktivieren. Ja. Und darf jetzt 2 Monster beschwören. 1, 2, Angriff. Noch sehe ich nicht. Oh. Und 2. Ich glaube, du hast ein paar mehr davon, ne? Schipp 3 Magier. Ja. Mecha ist 2. Ja. Dann setze ich noch eine Karte. Das ist egal. Du hast verloren. Da gehe ich in die Endphase. Du hast verloren. Oh, was hatte ich denn verdeckt? Das gute Ice Dragon's Prison. Aber weißt du, was cooler ist? Ja? You know what is coming. Da kommt wohl ein Zugangskodierspiel. Oh, ich habe ein Unicorn. So. Aber komm, ich habe smart um Drachenhörung herum gespielt. Das ist richtig. Ich kann sogar noch den Effekt von ihnen. Muss ich irgendwas oder warte? Achso, ja, okay. Dann mach ich das hier. Dann opfer ich noch was. Jo. Wer hat, der kann nur, glaube ich, heißt es schön. Bin ich auf die Hand? Jo. Bin ich? Ja. Ja dann. Also ich will es nicht lang machen. Ich könnte jetzt noch searchen und hab noch Souls gezogen. Mach's kurz. Aber ich habe noch eine verdeckte Karte. Die ist komplett. Alol. Ich kann zu zeitigen Zeitpunkt Access Code nicht rufen. Aber du ein normales Monster kommt. Effekt, komm, müssen wir ihn resolven hier. Das, ja. Wir müssen schon richtig mal kommen, wir nehmen noch das hier, weil wir es können. Aber wie gesagt, du weißt, was kommt jetzt, oder? Dunkler magischer Kreis, mehr als Access Code. Nein, wir machen das sofort. Ich habe gar keine Angst vor irgendeiner verdeckten Karte, das sage ich dir. So, Pia, wunderschön. Guck dir das an. Boah. Es sieht schön aus. So. Natürlich, auf den Effekt kannst du nichts machen. Nee. Dann bin ich natürlich jetzt Unicorn aus. Ja, und jetzt, weil ich es kann, Effekt. Pop. Du hast keine Friedrich. Also, wir haben hier nicht nur einfach ein Misplay
wieder mal von mir nicht, sondern... Es ist unglaublich, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich bin... Oh Mann. Gut, dann krieg ich vielleicht auch noch einen Zug, ne? Oder kannst du mich finishen? Du brauchst 100 Schaden. Nee, ich schaff die 100 nicht. Nee, ja gut. Ich überlebe mit 100. Ja, nein! Ich habe einfach den Friedhof nicht gecheckt. Dann ist trotzdem verloren. Na, schauen wir mal. Was zieh ich? Komm, hast du irgendwas Gutes? So. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist leider nichts. Weißt du, was ich verdeckt habe? Nein. Solemn Judgment. Ja, okay. Es ist egal. Ich ziehe gerade die Melodie der Waffe. Ja, okay. Deswegen, ja. Komm, gib ab, ich will hier, ich will den Finisher sehen, denn, ja, Caught by the Grave, wer braucht das noch? Battleface. The Dark Magician. Yes, Alter. Ist natürlich nicht geskriptet. Hallo, ich habe dreimal was verballert. Ja, das war jetzt hier das Duell und falls ihr das zweite Duell zu dem Ganzen sehen wollt, schaut einfach mal bei Juli vorbei, natürlich auch unten verlinkt und ja, wer weiß, vielleicht gewinnt Yugi, vielleicht Kaiba, man weiß es nicht. Ich finde Master Duel auf jeden Fall, es war mega nice, auf jeden Fall, es ist mega cool, ja. Und vielen Dank, dass du dabei warst, nochmal. Auch vielen Dank, und euch noch viel Spaß beim Duellieren. Tschüssi.